Das Sechseck A, B, C, D, E, F ist gebildet durch ein Rechteck mit Seiten 6 und 3 und daneben ein Quadrat mit Seite 2. Frage, wie groß ist sein Umfang? Diese Außenmaße vom Sechseck können wir so vervollständigen. Dieses Maß, das ist 2, weil dies ja ein Quadrat ist. Hier haben wir auch 2. Dieses Maß, das ist diese 3 minus diese 2, also 1. Und hier haben wir das Maß 6, so wie oben, weil das ja ein Rechteck ist. Der Umfang von diesem Sechseck wird also berechnet durch 3 plus 6 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 6. Und diese Summe ergibt 22. Also ist Antwort C die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.